dass wir jeden Morgen per Skype einen kurzen Call machen, stimmen die Projekte ab, die heute anstehen, und dann arbeitet eigentlich jeder für sich. Und die Besonderheit ist, dass wir halt von überall aus arbeiten können. Also das heißt, es gibt ein Büro in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, und es gibt eins im Vogtland, in Plauen. Und du kannst dort arbeiten, du kannst entscheiden, heute bin ich mal, oder jetzt fahre ich mal eine Woche nach Berlin. Du kannst aber auch zum Beispiel von unterwegs arbeiten. Ja, David, erstmal herzlich willkommen. Vielleicht kannst du einfach kurz was erzählen zu dir, was du so machst, warum du hier Experte bist, um die Fragen zu beantworten. Ja, danke für die Einladung. Ich bin Inhaber von einer kleinen Digitalagentur. Wir sitzen in Berlin, ursprünglich mal in Sachsen gegründet, und wir betreuen Hotels und touristische Unternehmen im Bereich Online-Marketing. Schwerpunkt sind Google AdWords-Anzeigen, also SEA, und Web-Analyse. Mhm. Jetzt machen wir hier ja ein Projekt, nennt sich Tourismus 4.0, und das richtet sich ja vor allen Dingen auch an Betriebe, insbesondere an Hotels. Und da die Frage an dich: Arbeit 4.0 ist ja so ein Schlagwort. Ja? Also man weiß auch nicht so genau, was verbirgt sich alles dahinter. Jetzt weiß ich aber von dir, dass du als Geschäftsführer dein Unternehmen auch sehr innovativ führst. Und vielleicht kannst du mal so kurz skizzieren, was sind so die Besonderheiten, die man so hat bei dir als Arbeitnehmer, und warum gestaltest du das so, wie du es gestaltest? Also auch vor allen Dingen immer bezogen auf den Kontext Digitalisierung, ja, das geht jetzt, und warum macht man es dann so? Ja, entstanden ist das vielleicht eher so aus der Not heraus, weil wir natürlich als sehr, sehr kleine Agentur mit unter 10 Leuten es natürlich auch umso schwieriger haben, Leute zu finden. Also müssen wir natürlich irgendwie Anreize bieten, interessant zu sein, und vor allem auch die Leute, die wir haben, wo durchaus auch ständig Headhunter anrufen, bei uns zu halten. Und wir haben ja einen großen Vorteil als Digitalagentur, dass wir eigentlich von überall aus arbeiten können. Das heißt, es ist möglich, dass du in Berlin sitzt oder dass du vielleicht in Sachsen sitzt, wo wir die Agentur mal gegründet haben, oder vielleicht auch im Ausland arbeitest. Und die Besonderheit ist, dass wir quasi im Moment ein Team von 6 Vollzeit- und 2 Freiberuflern sind, die uns auch noch zuarbeiten, dass wir jeden Morgen per Skype einen kurzen Call machen, stimmen die Projekte ab, die heute anstehen, und dann arbeitet eigentlich jeder für sich. Und die Besonderheit ist, dass wir halt von überall aus arbeiten können. Also das heißt, es gibt ein Büro in Kreuzberg, in Berlin-Kreuzberg, und es gibt eins im Vogtland, in Plauen. Und du kannst dort arbeiten, du kannst entscheiden, heute bin ich mal, oder jetzt fahre ich mal eine Woche nach Berlin. Du kannst aber auch zum Beispiel von unterwegs arbeiten. Und einer unserer Mitarbeiter war jetzt zum Beispiel 4 Monate in Peru und Chile und hat von dort aus gearbeitet, hat die Stunden etwas runtergezogen, weil er natürlich auch die Zeit zum Reisen nutzen wollte, und hat halt den sonst so tristen, kalten Winter in Berlin ist er entflohen und war halt jetzt für 4 Monate dort und hat von dort aus gearbeitet. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit. Wie läuft das mit dem Thema Kontrolle? Also du kannst ja dann nicht kontrollieren, ob der tatsächlich arbeitet oder ob der dann die ganze Zeit am Strand ist. Ja, das kann ich natürlich nicht kontrollieren, aber zum einen haben wir recht hohes Vertrauen, oder ich habe eigentlich ein hohes Vertrauen, und ich glaube auch alle Mitarbeiter sind sehr, sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Arbeit und ihren Projekten. Und für gewöhnlich würde man relativ zeitnah merken, wenn jetzt tatsächlich nichts mehr passiert oder an den Projekten nicht gearbeitet wird, würde man das merken, dass entweder die Ergebnisse nachlassen oder dass letztendlich wahrscheinlich auch der Kunde mal anruft und sagt, was ist denn da und warum ist das nicht umgestellt. Und also das würde man zeitnah merken, aber ja, in die Richtung denke ich gar nicht, weil für gewöhnlich wir da keine Probleme haben. Und ich glaube auch, so wie wir uns als Team gefunden haben, hat auch jeder die Verantwortung dem anderen gegenüber und dem Arbeitsplatz und der Firma gegenüber. Meinst du, das ist jetzt so ein Konzept, was zukunftsträchtig ist, also wo immer mehr Unternehmen hingehen werden, oder glaubst du, das ist eher so ein Spezifikum, wo ihr jetzt sagt, na, aus der Not heraus geboren, so, oder beobachtest du das so in deinem näheren Umfeld auch? Ja, ich glaube, dass es für die Kleinen interessant ist, um einfach auch Mitarbeiter zu rekrutieren und vor allem auch die richtigen Mitarbeiter. Ich kann natürlich jemand, der bei mir anfängt und möchte Karriere machen, das ist eigentlich bei uns relativ unwahrscheinlich, weil bei so einem kleinen Team, da kannst du ja irgendwie nicht Häuptling werden wahrscheinlich, ne? Obwohl wir auch alle gleichgestellt sind. Aber du wirst wahrscheinlich Leute finden, die halt sagen, okay, für mich ist so ein Work-Life-Balance, oder wie man da sagt, wichtig. Also ich will nicht nur arbeiten, sondern ich will auch was erleben und ich will mich auch um meine Familie oder Kinder kümmern, und da bieten wir das richtige Konzept, und ich glaube, diejenigen fühlen sich auch bei uns wohl und werden uns auch erhalten bleiben. Also wir haben auch eine sehr hohe, wir haben fast keine
Kündigungen, also bei uns bleiben die Leute eigentlich sehr, sehr lange im Unternehmen. Also wir haben uns gegründet 2008 und eine Kollegin ist seit Anfang an dabei zum Beispiel. Also seit 10 Jahren, und das ist für eine Digitalagentur eigentlich sehr, sehr viel, dass jemand 10 Jahre bei einem ist. Dann hattest du vorhin noch so eine Sache erzählt, dass ihr auch zusammen in Urlaub fahrt oder zusammen im Urlaub arbeitet oder wie? Also wie kann man sich das vorstellen? Wart ihr in Marokko oder wo? Ja, war das genau. Her? Also Urlaub ist es vielleicht nicht 100% Urlaub. Es wird auch nicht als Urlaub abgezogen, sondern wir sagen halt einfach, einmal im Jahr fahren wir, weil wir halt auch nicht immer alle irgendwie in Berlin präsent sind und uns nicht so regelmäßig sehen, außer einmal monatlich sehen wir uns zum Schulungstag. Der ist immer fest und gesetzt. Aber ansonsten, ja, arbeiten halt auch die Blauner für sich, die Berliner für sich und so weiter. Und wir fahren halt einmal im Jahr gemeinsam weg. Wir nennen das dann immer Offsite und fahren letztes Jahr nach Marokko, dieses Jahr geht es nach Malle und bleiben da für Wunsch 2 Wochen, 3 Wochen zusammen und arbeiten da halt dann von dort aus. Und Ziel ist es, das Team fester zusammenzubinden, vielleicht auch den anderen noch ein bisschen besser kennenzulernen und eben auch Wissen weiterzugeben und gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Und wer bezahlt das? Das übernimmt die Firma. Also am Ende bezahlt es ja jeder mit, ne? Denn am Ende sind wir ja das Team und wir sind die Firma und ja, wir bezahlen das. Okay, aber jetzt mal, also im Endeffekt, also du bist ja dann Geschäftsführer, das heißt, du musst ja auch schon so das Gefühl haben, dass das rechnet sich. Ne? Welche Benefits nimmst du denn persönlich jetzt aus diesem Aufenthalt von 2-3 Wochen immer mit? Ja, der Benefit ist halt wirklich, dass man sich nochmal intensiver kennenlernt, dass man auch irgendwie den anderen mit seinen Besonderheiten und Eigenheiten, wenn man auch so dicht beieinander ist, über so einen längeren Zeitraum, noch viel besser wahrnimmt und dass man eben da auch so ein Vertrauensverhältnis aufbaut, auf jeden Fall, was es eben dann auch ermöglicht, dass jemand mehrere tausend Kilometer weit weg für einen arbeitet und man trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl hat und weiß, dass der für die Firma da ist und ja, dass die Ergebnisse kommen und stimmen.